Hey Leute, heute mal aus aktuellem Anlass wollte ich über die Godzilla-Anime-Filme reden, da ja im Juni, so, im Juni ja die Godzilla-Anime-Serie auf Netflix erscheinen soll, die allerdings schon in Japan läuft. Wollte ich einfach mal über die Anime-Filme reden, weil ich mir denke, dass eventuell einige von euch die gar nicht kennen könnten und eventuell jetzt sich fragen, taugen die denn was? Kann man damit was anfangen? Und genau diese Frage wollte ich heute mal klären, zumindest so ein bisschen. Ich wollte mal auf die Geschichte so ein bisschen eingehen und ja, so ganz kurz anreißen, was ich von denen halte. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich die Filme auch mal so ein bisschen ausführlicher besprechen soll, die einzelnen. Und ich würde sagen, ohne lange rumzuquatschen noch weiter, fangen wir an. Ja, wie schon erwähnt, drei ganze Filme gibt es schon auf Netflix. Diese wurden von Toho Animation übernommen und Toho Animation könnte eventuell dem einen oder anderen Anime-Fan was sagen. Denn die sind unter anderem zuständig für My Hero Academia oder für Akame ga Kill oder auch Jujutsu Kaisen, was ja gerade ziemlich abgeht in der Anime-Community. Und das Ganze ist halt dann 2017 auf Netflix gestartet. Ja, der erste Anime-Film Godzilla Planet of the Monsters wurde halt veröffentlicht. Und worum geht's im Endeffekt dann in dem Film, in dem ersten? Und zwar, ja, gibt es halt eine Gruppe Kaijus, die auf einmal auf der Erde erscheinen. Und die richten natürlich ordentlich Verwüstung an. Allerdings taucht dann auch eines Tages Godzilla auf, der diese Monster zwar besiegen kann. Allerdings, ja, zerstört er mal eben den halben Planeten dabei. Und dahingehend kommen dann zwei Alienvölker auf die Erde. Einmal die Exiv und einmal die Billa Seludo. Die versprechen quasi den Menschen, hey, pass auf, wir helfen euch mit eurem Problem, aber dafür dürfen wir dann auf der Erde ansiedeln. Die sagen, okay. Allerdings schaffen selbst diese beiden hochentwickelten Alienrassen das nicht und dementsprechend muss die Menschheit die Erde verlassen. Ja, einige Jahre später, nämlich genau, wie viele waren es jetzt? 20, genau. 20 Jahre später sieht man dann quasi den Status quo der Menschheit im Weltraum. Ja, die waren auf der Suche nach einem neuen bewohnbaren Planeten. Allerdings war diese Mission nicht gerade von Erfolg gekrönt. Ja, es wurde kein Planet gefunden und auf einmal kam dann einer der Exif auf die Idee, hey, man kann Godzilla doch besiegen und gibt dann unserem Protagonisten Haruo quasi so Pläne, wie man halt Godzilla besiegen könnte. Dieser trägt das Ganze dem Erdenrat vor und daraufhin beschließt halt die Menschheit, auch weil die Ressourcen langsam knapp werden, wieder zur Erde zurückzukehren, um halt Godzilla zu besiegen und stellen allerdings fest, dass während diesen 20 Jahren auf der Mission im Prinzip 19.000 Jahre auf der Erde vergangen sind. Dementsprechend, ne, ist schon eine kleine Weile und die Menschen stellen fest, hey, auf der Erde gibt es ja gar keine Anzeichen von Godzilla und alles ist da mehr wieder urzeitlicher, ja, die Natur hat sich so ein bisschen die Erde wieder zurückgeholt, alles ist mit Pflanzen überwuchert und Zivilisation gibt es augenscheinlich keine. Daraufhin begibt sich halt unser Protagonist Haruo mit einem kleinen Team aus Wissenschaftlern, sowohl von den Menschen, Exif und halt eben auch dem Bella Celudo, ja, wieder auf die Erde, um zu gucken, was der Phase ist und da müssen sie halt erschreckend feststellen, ja, Godzilla ist doch nicht fort. Und der ist immer noch auf der Erde und regiert diese anscheinend auch. Allerdings ist Godzilla nicht das einzige Monster. Es treiben sich auch kleinere Wesen rum, die Godzilla ähnlich sehen, ja, so Flugwesen. Und ja, so beginnt halt der Kampf gegen Godzilla im Prinzip. Und daraufhin sieht man dann aber auch eine Gruppe von Ureinwohnern quasi, die den Menschen, also den Menschen, die dann wieder zurückkommen beim Kampf gegen Godzilla helfen wollen, beziehungsweise den Unterschlupf bieten und wie das Ganze ausgeht, das müsst ihr dann selber im Film sehen.
Ja, das Ganze hat sich natürlich erstmal extrem gut angehört. Ja, eine interessante Geschichte mit den Menschen, die erstmal sich verziehen, weil Godzilla alles platt gemacht hat, dann wiederkommen und sehen, oh, ist ja alles anders, Godzilla ist bestimmt tot, um dann festzustellen, nee, der ist gar nicht tot. Und Animes generell, ich bin ja auch ein kleiner Anime-Fan, wie wahrscheinlich viele da draußen, und da dachte ich mir, hey, Godzilla plus Anime, das muss ja eigentlich cool sein. Und dann kam halt der erste Trailer raus, da dachte ich mir schon so, uiuiui, was ist das denn für eine Animation? Und zwar hat Netflix halt hier wieder auf diese 3D-CGI-Animation gesetzt, die wir jetzt zuletzt in Pacific Rim The Black gesehen haben. Allerdings dort deutlich besser, wie ich finde. Weil in der Godzilla-Filmtrilogie sah das Ganze doch sehr, ja, man könnte fast sagen, billig aus, ja. Und generell dieser Animationsstil, diese Art von Animation wirkt, also ruft auch in der Anime-Community selber immer mal wieder die Diskussion aus, ja, ist das nicht einfach nur billiger fürs Produktionsstudio und warum macht man das denn? Warum setzt man nicht auf klassische Animation, ja, auf diese gezeichneten Sachen, weil das sieht doch einfach viel besser aus und viel klassischer aus. Und da ist, ja, ne? Also da ist die Anime-Community selber auch nicht so super begeistert von. Wie gesagt, das Grundkonzept an sich von der Geschichte her war auch hier wieder sehr gut. Und das war auch zu seiner Zeit, wo Netflix langsam begonnen hat, halt wirklich größere eigene Produktionen zu machen, ja, sowohl Serien als auch Filme. Da dachte man sich, okay, die haben Geld, die schießen das jetzt in die Produktion rein, dann muss das Ganze auch gut werden. Ja, leider nicht ganz, denn so wie es dann halt nun mal ist, ne, war die Idee gut, die Umsetzung eher weniger. Da hatten wir zum Beispiel im ersten Film, der zwar nur 88 Minuten geht, sich aber so anfühlt, als wäre der irgendwas über 2,5 Stunden lang, so ungefähr. Ja, weil gefühlt für diesen ersten Teil einfach nicht genügend Material da war. Also es hat sich wirklich so angefühlt, als wenn man wirklich auf Krampf versucht hat, diese Geschichte, die ja jetzt halt drei Teile umfasst, unbedingt auch auf drei Teile zu strecken. Und im Endeffekt war halt, wie ich finde, zu wenig Geschichte vorhanden für zu viele Filme im Prinzip. So ein bisschen auch das Problem, was, wie ich finde, The Hobbit auch hatte. Das Buch hatte ja, meine ich, irgendwie 130 Seiten oder so. Und im Endeffekt wurden halt drei Filme draus gemacht, die jeweils so um die 3 bis 4 Stunden gehen. Was halt einfach zu viel ist, ja. Man merkt halt dann auch einfach die Längen und wann es dann quatschig wird. Und sowas hier dann halt auch. Man hat direkt gemerkt, okay, die wissen jetzt gerade nicht, was sie so wirklich machen sollen. Deswegen gucken wir uns mal die Charaktere an, die dann irgendeinen Schwachsinn von sich geben, der ja mal mehr, mal weniger tiefgründig sein soll. Gerade auch hier die Exif, ja, das sind so, ja, Priester im Prinzip, ja, so ein Priester-Alien-Volk, deren Planet wurde halt von einem riesigen Monster platt gemacht und seitdem beten sie halt dieses Monster auch, aus welchem Grund auch immer, an. Die hatten halt irgendwie eine ganz coole Idee auch, das mit dem Religion einbringen in dieses ganze Monster-Thema und wie das dann zusammenspielt, ne, dass sie halt auch dann mit der Zeit immer komischer werden. Aber das wurde dann im Endeffekt auch wieder nur auf einen Charakter runtergebrochen. Die Gruppe an sich war sehr, ja, uninteressant, könnte man sagen. Und wirklich interessant war halt wirklich nur dieser eine Charakter. Das war dann bei den Bilu Saludo, ja, diesem Volk, das im Prinzip sich darauf versteht, ja, Technik ist unser Gott so ungefähr und wir tun alles, um uns selber auch zu verbessern mit dieser Technik, was ja auch wieder eine sehr interessantes Konzept ist innerhalb dieser Welt. Vor allen Dingen gerade dann auch im zweiten Teil, wo dann eine Stadt entdeckt wird, die auf so Nanomaschinen setzen, die halt alles reparieren und verbessern wollen. Die Bella Celludo, also diese Alienrasse, die halt so auf Technik abfährt, findet das voll geil und will sich direkt verbessern lassen. Und die Menschen, die halt auf der Erde gelebt haben, die sind natürlich eher nicht so begeistert von dem Thema. Und so kommt es dann halt auch zu dem Konflikt zwischen halt diesen, ja, Rassen, die eigentlich befreundet sind und eigentlich gegen Godzilla agieren, aber dann sich untereinander streiten, weil halt diese komischen Sachen, beziehungsweise diese Hauptthemen einfach bei den Bela Celludo langsam überhand nimmt und die wollen dann lieber
sich verbessern und verlieren halt so ein bisschen das Hauptziel aus den Augen. Strategie. Sollen wir uns auf das Nanometall verlassen? Dein Gefühl trügt dich nicht. Das Nanometall ist böse. Nur weil es eine Maschine war, die Godzilla zerstört hat? Und so ist das dann halt auch bei den Exif so ähnlich, die dann halt in dem dritten Teil, The Planet Eater, eine interessante Rolle einnehmen. Auch wieder hier eine interessante Rolle an sich, aber der Film war dann eher, ja, hätte man sich auch sparen können, ne? Hätte man alles wieder ein bisschen mehr zusammenziehen können, ein bisschen mehr wegschneiden können, was uninteressant war. Das Ganze hat sich viel zu sehr gezogen. So würde ich dann einfach auch sagen, dass der erste Teil, den hätte man sich sparen können, so fast, würde ich sagen, von der Länge her. Also man hätte das Ganze auf zwei Parts machen sollen. Der erste Part enthält dann wirklich auch noch dieses Ding mit dem, okay, die Menschen fahren weg, kommen wieder und Godzilla ist immer noch da. Und der zweite Teil mit der Stadt ist dann quasi schon inkludiert. Allerdings wurde das dann, wie gesagt, leider auf drei Teile geteilt. Was auch noch sehr interessant war innerhalb der Filme, war dann halt die Konstellation zwischen den ja, alten Erdenbewohnern, ja, die weggefahren sind, als die Monster kamen, und den neuen Erdenbewohnern, die halt jetzt die Erde bevölkern und so eine Art Ureinwohnervolk sind, könnte man sagen. Die können auch nicht wirklich mit den alten Erdenbewohnern kommunizieren, und diese ja, Interaktion zwischen denen ist halt schon sehr interessant, vor allem, weil unser Protagonist Haru, der ist ja so auf Rache aus, der will Godzilla unbedingt platt machen, weil Godzilla hat halt seine Eltern weggelasert, das fand er halt nicht so lustig, logischerweise, und dementsprechend will er sich jetzt rächen. Allerdings sorgt das hier dann auch dafür, dass der einfach sehr schlecht geschrieben ist. Der ist super eindimensional, du hast ja wirklich nur, okay, der will Rache, 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 und der Rest ist ihm egal. Und erst am Ende der Trilogie macht er dann so einen ganz kleinen Wandel durch, der aber eigentlich auch zu vernachlässigen ist. Und ja, dann haben wir halt 2019 kam dann der dritte Teil raus, The Planet Eater. Den zweiten Teil, den habe ich ja gerade schon kurz angerissen, mit dieser Stadt aus Nanopartikeln. Und im dritten Teil, The Planet Eater, kann man sich, denke ich, schon so ein bisschen vorstellen, was denn da dann auf einen zukommt. Vor allem, weil das Ganze halt am Ende des zweiten Teils auch so ein bisschen geteasert wurde. Der Gott, der Exif, der kommt wieder auf, kommt diesmal auf die Erde und will da für Krawall sorgen. Und wer sich diesem Gott dann in den Weg stellt, kann man sich ja schon denken. Und da kommt es halt zum Kampf. Und der Gott, ne, wenn ihr euch den Trailer zum Film anseht, dann ist er ja schon drin. Und man sieht den, glaube ich, auch schon im zweiten Teil. Dementsprechend ist das jetzt hier kein großer Spoiler, ist halt Ghidorah. Und hier, finde ich, haben sie Ghidorah auch ganz cool gemacht. Hier hat man wirklich, dass der, ja, so eine Art, wie kann man das nennen, geistiges Wesen ist oder so. Der ist halt super riesig, fliegt durchs Weltall, macht Planeten kaputt. Und das ist halt sehr interessant, dadurch, dass er halt durch seine Größe nicht auf die Erde kann, weil die halt zu klein ist für ihn theoretisch, sieht man im Prinzip nur seine Hälse, die durch so eine Art Portale kommen, so durch, ja, sehen ein bisschen aus wie schwarze Löcher, so ungefähr. Und das Zusammenspiel zwischen Ghidorah und diesem Exif, also dieser Alienrasse, ne, diese Priester-Alienrasse, der Typ heißt Mephis oder so. Irgendwie so, das ist so dieser Haupttyp von den Exif, der, ja, hat halt eine sehr coole cooles Zusammenspiel mit Ghidorah eigentlich, und Mothra kommt auch noch vor, aber das kannst du eigentlich auch vernachlässigen, so hätten sie auch rauslassen können. Auf jeden Fall merkt ihr schon so ein bisschen, ne, das Ganze ist schon sehr wirr und konfus, diese Trilogie, und so geht's mir dann auch mit dem, ja, mit dem Widerspiegeln dessen, was ich halt davon halte und auch wie das Ganze entstanden ist, ne. Dementsprechend kann man halt echt am Ende sagen, die Idee war cool, so, diese Anime-Filme zu machen, und die hatten ja auch ein ganz interessantes Konzept, allerdings wollte man wirklich zu viel daraus machen. Die haben es im Prinzip auf drei Teile aufgeteilt, weil wir ja auch drei Rassen haben. Der erste Teil handelt komplett von den Menschen im Prinzip und was die wollen.
Der zweite Teil kommt dann halt diese Bello Saludo, diese Technikrasse. Und der dritte Teil widmet sich dann im Prinzip diesen Mephis, ja, dieser Anführer, der Exif dann im Prinzip, der mit seinem Gott alle bedroht und sagt, oho, der kommt und macht euch platt. Und das finde ich voll geil. Ja, und die Synchro war halt auch irgendwie sehr schwach, fand ich, im Deutschen. Habe ich mir aber auch nur auf Deutsch reingezogen, muss man sagen. Dementsprechend, wenn es im Japanischen besser ist, dann ist es gut so. Ich hoffe es zumindest. Es gibt auch eine neue deutsche Synchro. Die Filme kommen nämlich jetzt nach und nach auf Blu-ray raus und dafür wurde eine neue Synchro angefertigt und das Ganze hört sich doch schon deutlich, deutlich besser an. Also wirklich deutlich besser. Dementsprechend, wenn ihr das Ganze verfolgen wollt, dann könnt ihr das gerne auf Netflix mal gucken. Aber mit einer Warnung. A, erwartet euch von dem Film nicht zu viel. Und B, ja, die Synchro ist nicht so gut. Also, wenn ihr das Ganze auf Deutsch guckt, dann müsst ihr das schon so ein bisschen über euch ergehen lassen, die Synchro. Wenn ihr damit aber kein Problem habt, euch das auf Japanisch reinzuziehen oder auch Englisch, dann mit Untertiteln, wie auch immer, denke ich mal, sollte das Ganze dann auch nochmal ein Stückchen besser sein. Wie gesagt, der erste Film geht 88 Minuten. Das ist dann der Planet of the Monsters. Der zweite Film ist dann halt eine Stadt am Rande der Schlacht. Da geht es dann halt um diese Nano-Maschinenstadt im Prinzip. Der geht dann schon 101 Minuten. Ne? Und der letzte Teil ist halt Godzilla the Planet Eater. Da geht es dann ja wirklich um Ghidorah und die Exif und der geht halt dann aber auch 90 Minuten. Ja. Ne. Sollte ich also mal Interesse haben, ist in Netflix drin. Ich denke mal, die meisten von euch haben Netflix. Guckt da gerne mal rein und eventuell können wir da auch mal so ein bisschen drüber diskutieren. Ja, in einem nächsten Stream eventuell. Und dann würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, falls ihr das Ganze schon gesehen habt. Ja, wie fandet ihr das? Und ich hoffe, das war in Ordnung, so wie ich das hier rübergebracht habe. Ja, das war ein bisschen wir. Aber so sind leider auch die Filme tatsächlich, wie ich finde. Freut ihr euch übrigens auch auf Godzilla Singular Point, ja? Deswegen habe ich ja auch gestern nochmal den Trailer geguckt dazu, weil das ja dann so schön zum Thema passt. Und das war's dann für dieses Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut.